Ja, jetzt ist es gekommen. Der Zeitpunkt, das Saki Neck Knife hier mal vorzustellen. Das Messer ist sehr klein, sehr leicht, hat aber trotzdem richtig Biss. Wenn du wissen willst, was dieses Messer von Schmiedeglut kann und ob das auch etwas für dich ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Show Problemskund. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Valdula.at. Saki Neck Knife. Und zwar in einer Spezial Unlimited Edition mit Damaststahl. Technische Daten gebe ich da alle gleich durch. Und ich mag das Messer dir mal vorstellen. Einfach, was ich gleich einmal so sagen kann, ist, es ist extrem schnittig. Es macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Es liegt auch sehr gut in der Hand vom Design her, wenn du auf Neck Knives und auf so kleine Messer grundsätzlich stehst. Und du ein Bushcraft- und Outdoor-Messer suchst. Also das ist kein Jagdmesser oder sowas, denke ich mir jetzt mal so vom Stil her. Aber, das ist super. Ich meine, es macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Und du siehst es, es lässt sich sehr gut führen. Du kannst gut damit arbeiten. Ganz kleine und feine Strukturen. Wirklich gut gemacht. Vom Stil her, sind hier hinten Griffschalen angebracht, die man natürlich abschrauben kann. Du siehst, der Stahl, ja, steht etwas über das Griffstück hinaus. Technische Daten und Preise findest du auf Schmiedeglut, gebe da unten den Link. Aber jetzt einfach vom Stil her. Es ist auch schöne Kaidex-Scheide auch dabei, die du entweder als fürs Neck Knife oder es gibt auch eine Gürtelschlaufe dazu. Also es ist auf jeden Fall leicht genug, dass man es auch als Neck Knife verwenden kann. Vom Stil her, es ist einfach nur so von der Idee. Weil hier diese Griffschalen mit dabei sind, hast halt einfach mehr in der Hand. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein anderer Stil. Und ja, das ist jetzt von Real Steel. Gibt es auch bei mir im Shop, wenn du magst. Ja. Das ist halt einfach nur ein Stück Stahl. Da ist eine Schnur drauf, die man auch runternehmen kann. Und das war's. Also so richtig minimalistisch. Ja. Ist eine ganz andere Struktur als mit diesem Griffstück hier. Aber natürlich kannst du auch diese Griffstücke runternehmen und hast dann auch wiederum so eine minimalistische Ausführung. Das kommt ganz drauf an, wie es dir besser in der Hand liegt, was du konkret damit machen willst, ja, und wie es damit eigentlich gehen soll. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Messer liegt aufgrund dieser Struktur sehr, sehr gut in der Hand. Auch diese kleine, ja, ich sag jetzt mal Einkerbung oder Ausbuchtung für die Finger ist jetzt nicht unangenehm. Ich spüre es beim Powercut, den ich jetzt gerade vorher gemacht habe, ein wenig, aber jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das kann man überhaupt nicht benutzen. Das würde ich definitiv hier von diesem Messer nicht behaupten. Hier hinten gibt es die Möglichkeit, ein Lineat, also ein Schnürchen durchzugeben. Und das sind so kleine Details, die du da anschauen kannst. Schau mal her, wenn du da reinschaust, hier ist es angeschliffen, also es ist die Kante da. Und da, ich weiß nicht, das nennt sich das abgefasst, also das ist so, hier ist es eckig und da ist noch einmal eine Phase gemacht worden. Also das sind so Kleinigkeiten, die dem Messer irgendwie einen netten Touch geben. Aber jetzt arbeiten wir. Also klassische Bushcraft-Arbeiten, die man halt mit so einem Neckknife machen mag, sind damit ohne Probleme möglich. Ich meine, ich habe schon damit herumgespielt, also das ist jetzt nicht, oh, was, wirklich, ich kann da schöne Locken machen, ich bin ganz überrascht. Das ist es natürlich nicht, denn ich habe schon damit gearbeitet und kenne die Stärken und Schwächen von diesem Messer und daher, ich will es ja dir nur zeigen, also die Locken sind in Ordnung, das ist in Ordnung, mit dem kann man mal wegarbeiten. Ja, das ist einmal das eine. Das andere ist, wenn du jetzt zum Beispiel bohren willst, liegt es aufgrund dieser Griffschalen wirklich sehr schön in der Hand. Du hast auch eine sehr hohe Klinge. Ja, das ist alles super. Du lässt dich schön arbeiten. Zum Beispiel, das erinnert mich jetzt gleich, wenn man beim Bowdrill ist, beim Feuerbohren und hier im Bohrbrett einmal eine Auskerbung macht, damit man dann mit der Spindel hier arbeiten kann. Das erinnert mich jetzt daran, zum Bohren oder zum Bau einer, natürlich nicht einsatzfähigen, ich meine einsatzfähigen schon, aber man macht das nicht für eine Vogelfalle, ja. Muss man auch immer wieder so durchs Holz durchstechen, tut man natürlich nicht, ja, so nicht fallen stellen bitte, ja, und wirklich was fangen. Also das Messer ist einfach schön griffig, also mir gefällt das sehr, sehr gut, das passt einmal auch. Ja, wollen wir es einmal ein bisschen belasten, ne? Und wie es halt ist, bei einem Outdoor-Messer darf auch der Ich-Batoniere-Test nicht fehlen. Und da das Teil ein Stück Stahl ist, hat mich das jetzt nicht gewundert und braucht dich auch nicht wundern. Aber es ist natürlich auch Mini, also du kannst jetzt nicht
damit den Baum fällen. Ich meine, es geht alles irgendwie. Aber für mich sieht das halt so Arbeiten, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt Feuer machen, ja, und möchte das Holz spalten, ein Stück, ich weiß nicht, das ist jetzt Esche, ja, aber ich habe ein trockenes Stück Holz von einem totstehenden Baum, das habe ich mir vielleicht mit einer Säge abgelenkt oder ich habe es einfach nur gebrochen und möchte jetzt hier in das Kernholz vordringen. Also das geht alles, ja. Man, Esche ist jetzt nicht zum Federstick machen und nicht unbedingt der Burner, aber es geht. Also das Messer ist aufgrund der Struktur auch so gemacht, dass man Kleinigkeiten damit hebeln kann, dass man damit auch zum Beispiel hier jetzt arbeiten kann. Also es ist, wie gesagt, ja, es ist ausreichend robust, um das mitzumachen. Und das ist jetzt zum Beispiel der Unterschied, ich meine, ich will die beiden Messer jetzt nicht vergleichen, aber das ist halt der Unterschied zu so einem kleinen Teilchen hier. Das ist einfach nur zum Schnitzen, aber da habe ich fast keine Spaltwirkung. Und das ist hier, weil es doch etwas dicker ist, ja allroundermäßig gemacht. Wie schaut es mit der Feuerstahlbedienung aus? Ich nehme da hier jetzt unseren Rolling, den es alles billige Eigenwerbung natürlich auch bei uns im Shop gibt. Und die Feuerstahlbedienung, die ist möglich. Aber ich sage es auch gleich dazu, da muss man sich schon anstrengen. Und bei so einem fetten Teil ist es mal überhaupt kein Thema. Und damit habe ich nicht mich gemeint, sondern den Feuerstahl, bitte. Ja? Ist es kein Thema. Aber wenn du jetzt wirklich nur einen kleinen Mini-Feuerstahl mit hast, so wie das beim Mora zum Beispiel, da gibt es das Mora, nicht das ganz wohl, mir fällt es jetzt momentan nicht ein, das kleine Mini. Gebe da unten den Link auf jeden Fall. Und da ist der Mini-Feuerstahl dabei. Und mit dem kann man, das wäre mit dem machbar, aber langweilig, wirklich langweilig. Aber das ist gegeben, es passt mal ganz gut. So, insgesamt ein sehr, sehr cooles Messer. Und jetzt muss ich eine satirische Einlage machen. Und liebe Abonnenten, bitte verzeiht mir das. Es ist so, dass ich immer wieder Kommentare kriege bei den Messern, so nach dem Motto, ja Reini, und erzähl was, das wäre schön gewesen, wenn du auch etwas über Stahlsorten und Längen und Größen und so weiter herausgibst. Ich meine, alle Informationen stehen immer entweder bei mir im Shop, wenn ich sie in meinen Shop verweise, weil es das bei mir gibt, oder auf den Partnershop, ne, oder bei Amazon. Aber für all jene, die nicht gut lesen können, für die lese ich das von der Schmiedeklaus-Webseite vor, nämlich, dass es ein rostfreier Damaszenerstahl ist mit 128 Lagen. Die Härte ist ca. 61 Grad Rockwell. Ich hoffe, dass das Grad stimmt, aber ich weiß es nicht. Ja, es ist auf jeden Fall 61. Yeah. Das Klingenfinish ist poliert und geätzt. Yeah, ätzend, poliert. Gesamtlänge ca. 13,7 cm und die Klingenlänge 6,7 cm. Das ist absolut irre, Wahnsinn, oder? Und die Klingenhöhe 2,2 cm steht dort. Unglaublich, unglaublich. Die Grifflänge inklusive der Passung ca. 7 cm und das Griffmaterial, das ist Carbonfaser und das Ganze wird ausgeliefert in einer schwarzen Kydex-Scheide mit einer Gürtelhalterung und du hast eine 100%ige Zufriedenheits- und Geld-Zurück-Garantie und der Schärfegrad oder die Schärfeklasse, die ist B. Kleine satirische Einlage für all jene, die sich diese Information gerne wünschen und nicht selber lesen können. Ja, ich bin mir sicher, dass das jetzt den einen oder anderen so richtig triggert. Nein, aber ernsthaft, ich meine, ich bin Messernutzer und mir sind diese ganzen technischen Daten egal. Einfach lesen. Ich sage dir meine Meinung und das sind meine Videos. Also ich mache es nie wieder. Ich habe das einmal jetzt tun müssen, nur für mich. Ja, es war nur für mich. Dankeschön. Das Messer liegt gut in der Hand. Ich bin positiv überrascht, dass es so gut in der Hand liegt. Muss aber dazu sagen, dass ich noch nicht ganz genau weiß. Ich muss es einfach noch in den Langzeittest nehmen, um zu sagen, ob es ein sehr gutes oder ein gutes Messer ist. Aber irgendwo in der Kategorie, da spielt es schon mal mit. Außer ich komme noch auf etwas drauf, was mir vorher noch nicht klar war. Also lange Rede, kurzer Sinn. Liegt extrem gut in der Hand, ist sehr, sehr schnittig, sehr, sehr führig. Ob dir dieses 128 Lagen Damaszener, rostfreien Damaszener Stahl wirklich mit 61 Grad Rockwellhärten irgendwas taugt, das liegt im Auge des Betrachters. Also mir sagt das überhaupt nichts. Es könnte auch rosa sein. Naja, rosa könnte es nicht sein, aber es könnte orange sein und ich würde es trotzdem nutzen, weil es sehr, sehr, sehr nett ist. Einen letzten Punkt noch, verspreche und dann bin ich fertig. Es ist halt bushcraftig. Es ist nicht so ein Schneid, obwohl es sehr gut schnitzt, keine Frage, aber es ist halt nicht der Schneidteufel, so wie andere Messer, ja, wie zum Beispiel das Real Steel, das ich da jetzt gerade vorher herzeigt habe. Aber
du musst dir auch ganz einfach die Klingenform geben. Ne? Hier ist es noch einmal verstärkt. Ich weiß nicht, wie es heißt, ist mir aber auch wurscht, ja. Was halt für mich noch einmal diese Spaltwirkung und die Robustheit bei diesem Messer herausstreicht. Dadurch hat es ein bisschen mehr Gewicht, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, fürchterlich. So, das war es jetzt für mich. Kriegt das Messer mal einen Daumen nach oben und nicht nur, weil ich den Saki mag, sondern weil ich es so meine. Was ich verbessern würde, ist das Anreiben für den Feuerstahl. Das wäre mir noch ein bisschen schärfer, noch lieber, aber es geht trotz alledem und ich bin ein Diva und muss irgendwie ein bisschen sudern. Lange Rede, kurzer Sinn, Messer ist cool. Ich werde es in den Langzeittest nehmen und auch im Sommer zu den Survival Trainings mitnehmen und auch ein paar andere Leute damit arbeiten lassen, damit wir ein Gefühl kriegen. Und ich werde ja, in einem halben Jahr ungefähr hier meinen Langzeittest präsentieren. Und das war's jetzt. Daumen nach oben und oder nach unten, wenn dir das nicht gefallen hat mit dem Vorlesen. Ja, ich verspreche, ich mache es nie wieder, aber das hätte heute sein müssen. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst, ob dieser Damaststahl für dich ganz wichtig ist, ob dir das gefällt, ob die Standardversion auch für dich in Ordnung wäre. Schreib mir da was, das würde mich irrsinnig interessieren. Messer, Link, gebe ich da auf Schmiedeglut, schau dir das ganz einfach an, gibt es eine Standardversion und eben diese Damaststahlversion. Wenn du was bei mir kaufen willst, kriegst du auch unten den Link zum Beispiel zu dem Real Steel Messer oder dem XL Feuerstahl oder sonst irgendwas. Danke. Abo dalassen, wenn du den Langzeittest sehen willst. Hier geht es direkt zum XL Feuerstahl, ein paar andere Videos zum Anschauen und Saki, wieder mal, hat mir richtig Spaß gemacht, dein Messer zu testen. Dein René Rossmann, bis bald und ciao, ciao.